Das Land Tirol ist von dieser Pandemie in besonderem Maße betroffen. Auch jetzt in den letzten 2 Monaten, insbesondere durch die südafrikanische Mutante. Was das Infektionsgeschehen betrifft, so sind wir durchaus auf einem guten Weg. Es steigt ebenfalls wie in ganz Österreich. Aber nach Vorarlberg haben wir immer noch die geringsten Neuinfektionen. Diesbezüglich auch einen herzlichen Dank an die Bevölkerung für das Einhalten der Maßnahmen, einen Dank an das Gesundheitspersonal und medizinische Personal. Wie bereits erwähnt vom Herrn Bundeskanzler, ist unser Problem die südafrikanische Mutation, insbesondere im Bezirk Schwarz. Es stimmt, dass wir auch hier einen Rückgang zu verzeichnen haben, von 193 auf 88 momentan aktiv positive. Aber wir sind bei weitem noch nicht da, wo wir hinwollen. Unser Ziel ist es, dass wir die südafrikanische Variante massiv eindämmen, wenn es geht, auch auslöschen zu können. Und wir wollen die Bevölkerung von dieser Variante schützen. Und das zweite Ziel ist, dass auch die Reiseeinschränkungen für Tirol aufgehoben werden können. Unsere Strategie dabei ist testen, tracen und impfen. Der Herr Bundeskanzler, die Europäische Kommission, der Gesundheitsminister und ich, wir waren gemeinsam mit der Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Philippe die letzten 2 Wochen intensiv im Kontakt, wie wir dieses Ziel erreichen können. Und mit der Europäischen Union, dem Bund und dem Land haben wir abgestimmt, dass der Bezirk Schwarz als eine europäische Forschungsregion wissenschaftlich begleitet wird, damit wir diese südafrikanische Mutante dementsprechend bekämpfen können, das durchaus dann auch ein Beispiel für andere Regionen in Europa sein kann. Der Kernbereich, wie bereits erwähnt, ist das Impfen. Wie erwähnt, stellt Europa für den Bezirk Schwarz zusätzlich die 100.000 Impfstoffe zur Verfügung von BioNTech/Pfizer. Dadurch ist gewährleistet, dass wir auch die Impfstrategie des Landes Tirol fortsetzen können, also dass hier niemand eine Benachteiligung hat. Mit dieser Möglichkeit der 100.000 Impfstoffe können wir alle Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirkes Schwarz ab dem 18. Lebensjahr, die impfbereit sind, impfen. Der Beginn wird sein nächste Woche. Also am 11. März, Donnerstag, den 11. März, beginnen wir mit der ersten Impfung. Dann ungefähr nach 3 Wochen wird die zweite Impfung stattfinden. Es ist notwendig, wie bereits der Herr Bundeskanzler gesagt hat, dass wir diesen Impfstoff BioNTech/Pfizer verwenden, weil hier gegen die südafrikanische Variante eine hohe Wirksamkeit gegeben ist. Diese Impfstrategie soll begleitet werden im Rahmen dieser europäischen Forschungsregion, dass wir auch Rahmenbedingungen gestalten. Die Rahmenbedingungen sind Testverpflichtung. Eine Testverpflichtung für die Ausreise nach Schwarz. Beginnend mit dem Impfstart am 11. März werden wir auch diese Testverpflichtung einführen für maximal 2 Wochen. Das heißt, wenn man aus dem Bezirk ausreist, braucht man einen negativen Test. Entweder PCR-Test, der gilt 72 Stunden, oder Antigen-Test, der gilt 48 Stunden. Entscheidend ist dabei, dass das gesamte Projekt hier auch wissenschaftlich begleitet wird. Es wird eine Kommission von internationalen und nationalen Expertinnen und Experten hier diese wissenschaftliche Begleitung machen. Nächste Woche wird auch dieses Team die Studie vorstellen, wie wir das anlegen werden.